Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3, beziehungsweise jetzt schon zum 10. Commentary. Bin schon selber erstaunt, dass es jetzt schon 10 Stück sind. Ja, das ist Abschuss bestätigt auf der Map Fallen mit ACR, ja, Schalldämpfer und erweiterten Magazin, glaube ich. Mit der schönen Feldtarnung, die nutze ich nur, weil die relativ matt ist. Sage ich gleich noch was zu. So, kurz mal anschneiden und ja. Es ist, wie gesagt, Abschluss bestätigt. Dabei habe ich als, ja, Perks Plünderer Pro, schnell zielen Pro, glaube ich, und Totenstille Pro. So, und jetzt als Killstreaks habe ich nicht, wie immer, Reaper, AC-130 oder Osprey mit dabei. Diesmal habe ich Spezialistenbonus mit bei und da haben wir, oder habe ich mit eingepackt, Fingerfertigkeit, Hardliner und Meisterschütze. Genau. Und dabei als Standardausrüstung Semtex und Blankgranaten. Aber das interessiert so keinem, da das ja schon Standard ist. Ja, dies ist ein 42-6 Gameplay und ich werde die Moab erreichen. Ja, meine allererste Moab. Richtig gut. Also ich war so froh und stolz, dass ich die endlich mal erreicht habe. Und darum habe ich die auch, ja, das Gameplay so gewählt, um auf Thema Moab einzugehen. Jetzt seht ihr, dass ich hier in der Ecke sitze. Wäre ich da einen Schritt rausgegangen, wäre ich sofort tot gewesen. Das sieht man auch gleich an der UAV, dass die von überall kommen und dauerhaft Blendgranaten schmeißen. So, jetzt aber kurz mal zu der Waffentarnung. Also ich würde nie eine Goldtarnung nehmen, weil, ja, es MW3 hat so eingebaut, dass das dann so blitzt. Und das kann auffallen, wenn man Pech hat. Darum immer eine relativ dunkle Tarnung nehmen, so wie die Feldtarnung. Ist richtig schön matt. Schluckt die ganzen Sonnenstrahlen und alles und dadurch wird man nicht gesehen. Das ist ein kleiner Clan War ESL Trick. Ja, so bei, so am Rande. Jetzt zum Thema Moab. Ja, die Moab, also ich habe sie jetzt schon dreimal erreicht. Insgesamt auch 3 Moab Gameplays. Das eine werde ich aber nicht nehmen von der zweiten, das ist nicht so besonders. Aber von der dritten, das werde ich auch noch irgendwann machen. Das ist auch ein relativ gutes Gameplay. Ja. Gesagt, ja, zum Thema Moab. Ja, die Moab ist so gesehen wie in MW2 die Nuke. Man muss 24 Kills erreichen ohne Killstreaks. Also in MW2 wurde die Nuke ja, konnte man ja die Nuke erreichen, indem man von Killstreak zu Killstreak aufbaut, da die Nuke auch eine separate Killstreak war. Hier ist es einfach nur, um den Skill der Spieler, denke ich mal, zu testen, beziehungsweise um einfach so ein Lob zu geben, hey, du hast 24 Kills geschafft, ohne zu sterben, hier hast du ein, ja, eine Streak. Um das Spielerlebnis, beziehungsweise den Spieler zu fordern. Und ich denke mal, das ist auch super gelungen. Und, ja. Wie erreicht man am besten den Moab? Ja, gute Frage. Also bei mir ist es die ACR, also ganz klar ist erstmal die Waffenauswahl. Die Waffenauswahl sollte so aussehen, dass man sich die Waffe nimmt, mit der man am besten spielen kann. Bei mir ist es in dem Falle die ACR mit Schalldämpfer und erweiterten Magazin, da man, so wie man gleich wieder sieht, sehr viel Schuss benötigt. Und die ACR, ich kann halt mit der super spielen, da ich sehr extrem auf die Ferne spiele und sehr selten bzw. sehr ungern in den Nahkampf gehen tue. Da viele mit MP7, FMG Akimbo oder sonst was in MP3 umherlaufen. Hier sieht man, ACR ist super im Nahkampf, kaum Recall, darum mag ich die Waffe so. Ja, man sollte halt die Waffe wählen, mit der man super spielen kann und mit der man sich richtig vertraut ist, sag ich jetzt einfach mal so. Und bei mir ist es wie gesagt ACR. Manche machen auch schon, oder können halt besser mit der G36 spielen, mit verschiedenen Aufsätzen, dann müssen sie diese nehmen. Mit den Spezialisten-Bonus, ja, da sollte man... Eigentlich habe ich jetzt so mit meinem Spielen jetzt so erfahren, ich habe halt gesagt, gut, da habe ich jetzt erreicht die Moab und da kommt dann gleich Cheater und sowas, aber sieht man, ich habe halt super gespielt und nur auf Sound geachtet und alles. Und ja, nochmal jetzt zu den Spezialistenbonus. Man sollte eigentlich immer relativ abstimmen, man sollte auf jeden Fall Fingerfertigkeit mitnehmen, bevor man halt die Siemer
Killstreak, bevor man alle Extras erreicht. Also bekommt. Sind ja, muss ja 7 Kills machen. Davor sollte man halt den Plünderer mitnehmen und Fingerfertigkeit. Inwiefern man das jetzt so einbaut, ist eigentlich egal. Als zweites sollte man schnell Ziel nehmen, weil wenn man nicht mit erweiterten Magazinen spielt, so dass man die Waffe schnell wechseln kann. Und ja, dann kann man eventuell Hardliner mitnehmen, so dass man halt die das dritte Perk schnell erreicht oder Visier. Da ja sehr viele Granaten geschmissen werden in MW3. Ja, wenn man das dann so abgestimmt hat, beziehungsweise beim dritten habe ich natürlich auch noch Meisterschützen mit bei, wegen ACR, da ich ja sehr große Reichweite habe und Totenstille, sodass ich die Schritte der anderen Gegner besser hören kann. Ja, dann hat man natürlich die 7er erreicht, alle 7 Kills. Und dann erreicht man, hat man ja alle Perks frei. Das ist eigentlich super, denn es hat man halt alle. Aber die Auswahl sollte wirklich in den Extras gelegt werden. Wirklich. Also, bevor man halt die 7 Kills macht, baut man sich ja so gesehen die Streak erstmal auf. Und darauf sollte wirklich die Wahl gelegt werden. Womit kann ich am besten spielen? Lass ich doch lieber Plünderer draußen und mache Extrembedingungen. Da hat man aber den Nachteil, man muss sich eine Waffe neu aufpicken. Und es kann dann manchmal auch tödlich sein, wenn man unbedingt im freien Feld rennen muss, um sich neue Waffe zu picken, weil man keine Muni mehr für beide Waffen hat. Also wie gesagt, Auswahl liegt da drinne. Also die sollte man schon beachten. Ja, dann sollte man, sieht man, bei mir vielleicht, also ich bin sehr, sehr defensiv vorgegangen, also richtig defensiv, wo ich dann mitbekommen habe, hey, du bist schon lange nicht mehr gestorben, dann habe ich geguckt, gut, du bist schon 17 gekillt, ohne zu sterben. Hey, geh sehr defensiv vor. Man sieht hier, dass ich hier auf den Haus wieder raufgehe, da habe ich super Überblick. Dann kann man auch sehr gut hin und her patrouillieren. Das hat man im ersten Teil des Videos gesehen. Und wenn ihr eine Moab im Abschuss bestätigt Modus macht, lasst die Hundemarken liegen, wenn ihr welche in der Nähe killt. Denn man, so kann man ein Alarmsystem für sich selber aufbauen. Weil wenn man die liegen lässt und ein Gegner läuft da drüber, dann sieht man Abschuss verwehrt bzw. hört den Ton. Daran kann man erkennen, halt, stopp, da kommt gleich ein Gegner. Und wenn man das Klingen hört, kann man ja auch schon so einigermaßen sagen, von wo der kommt. Und kann man da schon hinnehmen und es auf den Gegner vorbereitet. Und manchmal jetzt hier, nachdem ich die Moab erreicht habe, dachte ich mir, irgendwie haben jetzt alle auf mich abgesehen, weil ich die Moab erreicht habe. Dadurch sind die 6 Kills entstanden. Ja, und ich denke mal, wie lange geht denn das Gameplay noch? Geht noch ein bisschen, okay. Das passt. Ja, also man sollte auch wirklich sehr defensiv sein. Reinraschen, das bringt nichts. Gut, manche kriegen dadurch auch eine Moab, weil sie halt auf kurze Distanzen reingehen. Dazu kann man die MP7 beispielsweise nutzen. Halt. Aber ich spiele auch gerne die MP7. Aber um Moabs oder so zu erreichen, hatte ich schon, oder die Nuke, habe ich immer auf Fernkampf gesetzt. Aber wie gesagt, man sollte halt die eigene Waffe nehmen, mit der man am besten rauskommt, und man sollte sich eine super Perk Perk einig werden, sag ich jetzt einfach mal so. Ja, man sollte halt so eine super Entscheidung treffen, was nehme ich nun mit an Perks, und dann halt gut erstmal sehen, also erst normal spielen und dann mal gucken, wie die Gegner sind, weil wenn man so einen extrem Pro-Spieler, sag ich jetzt mal, hat, lohnt auch ein defensives Spiel nicht, weil man trotzdem dann gekillt wird. Also defensiv spielen, wenn man schon lange nicht mehr gekillt ist, eigene Waffe verwenden, beziehungsweise eine bestimmte Waffe nutzen und mit der trainieren, bis man super, ja, mit der spielen kann, beziehungsweise in- und auswendig kennt. Und eine sehr, sehr gute Abstimmung zwischen den Spezialisten-Bonus und der Perk-Wahltreffen. Und ja, das Gameplay ist jetzt zu Ende, ist ein 42:6, wie ich erwähnt habe, ein Moab-Gameplay. Ich bin euer Alewache1993. Ciao, Leute.